Servus beim Waffenhof. Grüß euch. Wir sind stolz auf uns selbst, denn wir haben es endlich geschafft, dass wir ein polnisches Produkt organisieren. Und genau das stellen wir euch heute vor, nämlich die polnische RAK 63, beziehungsweise auch bezeichnet als PM 63. Vom geschichtlichen Aspekt her ist die Maschinenpistole ungefähr in den 60er Jahren entwickelt worden, natürlich in Polen, von einem polnischen Konstrukteur in Radomwerken. Das einzige Problem war, dass dieser Konstrukteur eben leider auch sehr bald an Krebs verstorben ist. Und deshalb bezeichnet man auch heutzutage diese Konstruktion auch noch als RAK 63. RAK ist nämlich eigentlich polnisch und heißt so viel wie Krebs. Zumindest wurde das eigentlich von Konstrukteurkollegen oder je nachdem von Kollegen aus der Industrie wurde das eben vorgeschlagen, dass diese Waffe eben nach seiner Konstruktion diesen Namen erhalten sollte. War in den 60er Jahren, wie bereits gesagt, eben entwickelt worden, eigentlich als Infanteriewaffe beziehungsweise eigentlich als eigene personelle Verteidigungswaffe, da sie ja als Maschinenpistole konzipiert wurde. Ich persönlich gehe eigentlich davon aus, dass sie wahrscheinlich für, wie so oft, für die fahrende Besatzung oder für Panzerfahrer oder für Piloten entworfen wurde oder auch Personenschützer. Zumindest gehe ich davon aus. Laut Literatur liest man wenig davon. Sie ist auch ein eher unbekanntes Modell, interessanterweise, wobei sie technisch eigentlich wirklich witzig ist. Denn wenn man schon anfangen, sie hat wie eine Uzi eben praktisch den Magazinschacht als gleichzeitig als einen Griff, was natürlich wiederum das Ganze relativ kompakt macht. Mit ca. 1,6 Kilo ist sie auch ungeladen, wirklich leicht. Und wenn man schon bei der Magazinkapazität sind, haben wir nämlich zwei Varianten. Einmal eben 15 Schuss Magazin und einmal das vergrößerte 25 Schuss Magazin bei einer Kadenz von ca. 650 Schuss die Minute. Und viele glauben, weil es ja eben eine 9mm ist, dass es eine 9mm Para ist. Das einzige Problem oder sagen wir so, das einzige Konstruktive daran war eben in den 60er Jahren, Polen war auch im Warschauer Pakt dabei und generell von der ganzen strategischen Landaufteilung damals noch vor dem Mauerfall war eben alles noch unter Sowjetzeit in, so gesagt, in der Konstruktion, dass sie eben russische Kaliber verwendet haben. Und hier haben wir zum Beispiel, wenn man sieht, eine 9x18, denn die RAK wurde in der 9x18, also in der Makarov-Patrone, entwickelt. Und im Vergleich hierzu haben wir noch eine 9mm Para, also eine 9x19. Und zu den Konstruktionsfeatures bzw. zu den interessanten Teilen der Waffe wird euch der Alex kurz was erzählen. Die RAK ist ziemlich einfach gehalten. Bei dieser Maschinenpistole handelt es sich um ein zuschießendes System. Das heißt, wenn ich den Abzug betätige, fährt der Verschluss nach vorne, löst den Schuss aus, geht gleichzeitig wieder zurück und wenn ich den Abzug auslasse, dann bleibt der Verschluss hinten. Bei der RAK nimmt man das Magazin über diesen Hebel ab, den drückt man Richtung vorne, also Richtung Laufmündung, und dann geht das Magazin ganz einfach raus. Die RAK hat ebenso eigentlich einen Vordergriff, der wird über diesen Knopf betätigt, wenn man den reindrückt, dann kann man den Vordergriff ausschwenken. Ziemlich praktisch. Und hinten verfügt sie sogar über, wenn man diesen Knopf betätigt, über eine Schulterstütze. Die fährt man so aus und quasi das Schulterstück, das man dann in die Schulter reinspannt, dreht man einfach so runter. Es ist nicht mal fest, es hält auch nicht fest. Im Grunde ist eigentlich nur behelfsmäßig. Und was bei der RAK ziemlich cool ist, vorne, das dient eigentlich als Art Mündungsbremse, so gesehen. Quasi der Gasdruck geht vorne raus und dadurch, dass unten dieser verlängerte, ich sag mal dazu, Löffel ist, wird quasi der Hochstoß, also der Rückstoß nach oben gedämpft. Und gleichzeitig ist dieser Rückstoßdämpfer so konzipiert, also mit dieser Länge, weil wenn man jetzt das neue Magazin reingibt und zum Durchladen, entweder man nimmt das ganze System beim Schlitten oben und es ist geladen, oder neues Magazin rein
und fertig. Genau. So kann man die Rack auch laden. Das ist nämlich der Vorteil. Man kann sie nämlich auch dann einhändig laden. Man braucht nicht beide Hände, sondern kann sie einhändig in einer schnellen oder in einer Stresssituation laden. Das war wirklich interessant. Da haben sie sich was dabei gedacht. Und zum Einfahren von der Schulterstütze muss man einfach nur hier unten den Knopf betätigen. Dann kann man sie wieder reinfahren. Wie die Rack funktioniert, wie sie sich auch schießen lässt, schauen wir uns natürlich an. Und ja, bin ich gespannt, wie sie geht. So. Ja, ich hätte gesagt, dann probieren wir die Rack mal aus. Ah, ich schieße natürlich mal mit dem Vordergriff ausgeklappt und mit der Schulterstütze. Schauen wir es uns einfach an. Ah, zuerst probiere ich Einzelschüsse und dann eventuell Dauerfeuer. Angenehm. Ding dong. Mies. Habe ich nicht einmal einen einzigen Schuss getroffen. Aber alles rundum und um. Du weißt schon, dass du da jetzt keinen einzigen Schuss nicht getroffen hast, gell? Mies. Ja. Schande über mich. Weg damit. Schande über mich. Nein, sehr lustig zum Schießen. Mir hat es gefallen. Ich hoffe euch ebenso, bis auf mein Schussbild. Mies, Schande über mich. Aber in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.